Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grisef. In der letzten Folge haben wir den letzten Golem, Hulk, was auch immer Viech hier erledigt, um das letzte Gebiet hier zu reinigen und haben uns einen kleinen Kampf mit dem kleinen Königen hier wieder einmal geliefert, wo wir auf Chaos eins aufs Maul bekommen haben und auf Böse die voll aufs Maul bekommen haben. Ist schon. So. Ich habe mal Richard hier in die Truppe reingetan, weil... Weiß ich gar nicht. Egal. Einfach so. Und wir begeben uns jetzt zum letzten Gebiet, zum Kern von Fodra, um ein für alle Mal alles hier... Ja. Wir schon. Um einfach mal hier zu beweisen, dass wir nicht böse Menschen sind und nichts Böses vorhaben und nicht so sind wie... Ach, ich glaube, ich bin hier falsch. Wie die Leute von vor 1000 Jahren oder was auch immer. Weil, ja, deswegen hast du die kleine Königin uns und Fodra und ja. So typisches Bösewicht-Szenario. Ne? Egal. Wir werden schon beweisen, wie gut wir sind, indem wir das ganze Elf rausnuckeln. So, ich bin mir nicht sicher, was sind das genau die Viecher, gegen die wir gekämpft haben? Ja, ich gucke mich jetzt erstmal noch ein bisschen um. Das ist natürlich hier voll die geile Umgebung, finde ich gerade. Und ich weiß nicht. Ich möchte erstmal hier alles erkunden. Ha, warum ist das so weit weg? Katzkleidung. Katzkleidung. Kopierende Kleider. Kein Original, sondern eine mit Formicre. Angefertigte Kopie. Formicre. Das ist aus Tales of the Abyss. Mann. Wie können die es wagen? Katzkleidung allgemein kommt aus Tales of the Abyss, wenn ich mich irre. Aber naja. Weiß ich nicht. Wir müssen, glaube ich, hier nach rechts und nach links gehen. Ich glaube, da geht es nach rechts oben weiter. So, und jetzt gehen wir noch mal ganz nach links. Weißt du was? Wo ist dieses Laufbuch? So. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Wir laufen jetzt hier ganz schnell durch die Gegend. Weil es ja richtig blöd an. Ne, findet er nicht? Okay. So, wer weiß, vielleicht ist ja auch gar nichts, ne? Doch, jetzt ist Gott sei Dank. Magische Kata Nummer 55. Killers Kata. Welche Technologie besitzt Celestia? Ich weiß nicht, wer Celestia ist oder was Celestia ist. Ich weiß auch nicht, wer du bist. Also, ja. Interessiert mich nicht. Ich scheine das Interesse zu verlieren. So. Boah, das ist so angenehm, jetzt so schnell zu laufen. So, na links dann. Ich glaube, da ist aber nichts. Da hätte man den Schatztruhe von Weitem gesehen, oder? Naja. Na komm, machen wir hier mal einen Kampf. Flammenhulk. Erfahrungspunkte 13.000. 13.000. Das wird wie ein Piece of Cake, was? Dann vielleicht gegen... Ah, sag doch gleich. Gucken, wie viele Erfahrungspunkte und so, die uns bringen. Vielleicht lohnt es sich ja sogar. Aber ich bezweifle es irgendwie. Au. Das sind genau die gleichen Gegner, ne? Das ist ja schön. Ja, wir haben Bosch gekocht. Ja, Richard, du hast dein Tempo aktiviert. Finde ich gut. Mein Gott, wie viel wir auf einmal aushalten. Den Schwierigkeitsgrad eigentlich wieder hoch. Ich weiß es gar nicht. Muss ja, wenn die so ungefähr Level 110 oder so sind, ne? Naja, aber auch ein paar Kämpfe mit denen habe ich jetzt keinen Bock, ganz ehrlich. Mein Gott, Indignation, alles mögliche rein. Sehr schön. So. Sehr schön. Der wird einfach packen.
Und boink, boink, ding, dong, dong, ding, dong, boink. Immer noch tot. Immer noch tot. Warte nicht, warum nicht? Kannst du da nicht wagen? Aber. Ja, zu trainieren ist ein bisschen blöd, finde ich jetzt. Warum nur 13.000? Ich dachte, einer von denen gibt schon 13.000. Aufladung plus. Okay. Ich dachte, einer von denen gibt schon 13.000. Warum haben wir so wenig bekommen? Oh, jetzt ist eine Kiste. Tödliche Anziehung. Diese Kleidung eines Paars, das die Klinge aufeinander richtet, als sie, als seine Lebe erlosch. Okay. Vielleicht ist das ja Kleidung aus einem anderen Spiel. Weiß ich nicht. Anderen Tales auf Teil. Erfahrungspunkte-mäßig sieht das richtig kacke aus. Warte mal. Haben die Leute, die außerhalb der Gruppe sind, irgendwie, kriegen irgendwie mehr Erfahrungspunkte? Nein. Glaube ich nicht. Ja, ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Ihr zieht mir irgendwie zu viel ab und dauert zu lange zu bekämpfen. Und ja, wisst schon. Na, no, links ging es weiter, deswegen gehen wir erstmal nach rechts. Ne, da macht Sinn. Ich habe also viel in dieser Folge passt auch nicht mehr. Passiert nicht mehr. Ich habe vielleicht auch nicht so eine lange Folge wie sonst. Eine Sanduhr, sehr schön. Mal 5, was? Das ist nicht schlecht. Was noch? Ach ja. Ich habe eigentlich nur vor, bis zum finalen Kampf hier hinzulaufen und ja, danach wird der Part höchstwahrscheinlich beendet. Das heißt, ein 15-Minuten-Part oder so wird er wahrscheinlich sein. Ja, ungefähr. Ich glaube sogar noch weniger. Vielleicht kann man offscreen irgendwie, onscreen irgendwie was noch machen. Weil dann sehe ich schon, ist das Ziel gleich. Und bis dahin, ja, mal gucken. Ich muss ja noch ganz viele Nebenquests hier machen. Wir müssen ja noch dies und das machen, was ich noch nicht gezeigt habe und so. Fehlen noch ein paar Titel und was weiß ich. Ja, könnte ja noch alles nützlich sein. Außerdem, ja, Future gibt es einige Sachen, die man nur hier kriegen kann, deswegen. Oh, okay. Deswegen wäre es nützlich, wenn wir, ja, das noch alles hinter uns bringen. Aber gegen euch kämpfe ich nicht hier. Dauert mir viel zu lange, ganz ehrlich. Wer hat euch nur erfunden? Vielleicht gehe ich wieder da trainieren, wo ich letztes Mal trainiert habe. Obwohl, da ist voll kacke zu trainieren. Ich verstehe allgemein nicht, warum kriege ich 13.000 Erfahrungspunkte nur? Oh, auf böse. Muah. Ja, trotzdem wäre auch viel zu wenig. Der eine gibt doch schon 13.000. Okay, ich möchte das jetzt wissen. So, Chaos. Ja, 120. Fuck Fantasia. Okay. Wenn das nicht mal eine blöde Idee war. Wow, was zum Teufel ist mit Cherry passiert? Ich habe sie so gesehen und dann auf einmal war sie weg. Ich meine, definitiv mehr Schaden, finde ich. Kann man jemand den Dingens da entfernen, den Nova-Zustand von dem einen Typen? Ist er immer noch im Nova-Zustand? Ich glaube, schon. Ja, so macht man das. Oh Mann. So, das muss man drüber. Nein, das Ding ist weg. Ah. Aua. Warum hast du einfach noch drauf? Ich weiß nicht. Ich guck mal, ob sich der Fahrtmäßig überhaupt hier lohnt. Vielleicht will ich auch noch so Level 120 trainieren oder so, weil das wäre ehrlich gesagt viel zu blöd. Nein, jetzt nicht. Oh, gegen was bist du ein bisschen frieren? Warte mal. Da hab ich doch was. Na. Boah, ich stand da nur rum, Mann. Ich würde sagen, Rundumschwäche irgendwie, ne? Zack! Stampede Strike!
Mein Gott, warum? Warum werde ich einfach immer so, einfach so spontan kaputt gehauen? Das ist Richard spontan kaputt gehauen worden. Du bist gegen Arzt anfällig, ich sag das doch gleich. Autsch. Mann, der haut mich einfach und dann bin ich weg. Das gibt's doch nicht, Mann. Hör auf damit. So. So ist der Elbschub aus irgendeinem Grund immer so schnell voll. Mann, setz ein, danke. Expunging Sworto. So, 52.000, das ist doch schon mal viel besser. Obwohl das voll lange dauert. Ja, das dauert viel zu lange. Und wo kam ich jetzt? Von links, ne? Dann geh mal nach rechts. Ja, geh weg. Da ist eine Truhe. Und eine goldene Figurine, sehr schön. Obwohl, ich glaube, wir haben schon von, wir haben schon genug von denen, glaube ich. Warte mal. Keine Ahnung. Ich brauche noch keine Ahnung. Ich habe noch voll wenig Figuren von Espel, fällt mir ein. Ich glaube, ich habe gar keine Figurine. Niemand kann sich in Espel verwandeln. Was zum Teufel? Die muss ich auch noch alle auftreiben, bevor ich aus dem Future Arc rausgehe. Kana Trank, okay. Warte mal, was macht der? Okay. Habe ich noch nie benutzt, deswegen habe ich mich jetzt so gewundert. Hey, was macht der Kranke? So, und da hinten ist schon das Ziel. So gut wie. Das heißt, wir können eigentlich hier wieder rausgehen. Aber wir können auch von da aus rausgehen, das ist gut. Dann würde ich sagen, magische Katar Nummer 56. Meridis Katar. Du hast Meridi und Quickie gerettet. Okay. Quickie. Was? Okay. Ich tu mal so als, ja. Okay, wir können uns hier wegteleportieren oder wir können hier glückliche Familie angucken. As a daughter, it's now my responsibility to carry on Asbel's legacy. I must do everything I can to carry his hopes and dreams into the future. If Asbel is your father, does that make Sharia your mother? Yes. And Pascal is my big sister, and the captain is my grandfather. Hubert used to be my big brother, but if I'm Asbel's child, I guess he's my uncle now. I see. So you can be my new big brother, Richard. Who, me? Your big brother, is it? Well done, sire. You're the last to join the family and still nabbed the best position. Would you like me to massage your shoulders for you, Grandpa? Oh, that would be lovely, grandson. Isn't it great? We're all one big family. Little to the right there, sonny. Your shoulders sure are stiff, Grandpa. You're getting a little rough there, sonny. Your bones. Sie sind kaputt gegangen. Verdammt. Was hast du gemacht, du blöde Sau? Jedenfalls. So, was mache ich jetzt noch in den letzten paar Minuten? Ich möchte jetzt ungern so einen 15-Minuten-Part oder so machen. Warum habe ich hier jetzt schon wieder gespeichert? Ich gehe noch einen runter, ich Idiot. So, wir gehen erstmal hier raus. Ne? Ja, hey. So. Können wir uns von hier aus sein? Okay. Weiß ich jetzt nicht. So, und dann. Gucken wir mal hier bei den Rollenspielpuppen noch. Allgemein, ja, was können wir noch machen? Ja, dualisieren, tödliche Anziehung, Katzkleidung. Bleh. Weiß ich nicht. Ich möchte nur herausfinden, wo wir
Ein Talos Esso, glaube ich. Da gab es doch irgendjemanden, von dem man Teal kaufen konnte. Glaube ich. Na, wo war das? Du? Nein. Du? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil irgendwo konnte man noch Teal kaufen. Ja, so zwei oder drei für einige Charaktere. Miso, oh. Miso brauchen wir auch noch. Fällt mir ein. Für ein, zwei Sachen. Ist das das gewesen? Ich glaube ja, ne? Also ich muss mich hier noch sehr gut umschauen. Ich meine, das war ihr. Ne, wisst ihr, ich irre mich nie. So, dualisieren. Miso. Warte mal. Ja, ne, ich sollte mal hier so nachgucken noch. Was fehlen denn hier noch? Ich möchte noch ein paar Sachen hier erledigen, bevor wir weitermachen. Fehlen noch voll viele Sachen. Dualisier. Da fehlt mir noch was. Da fehlt mir noch was. Lavendel und verdächtiges Pulver. Meistertonikum, C und Fritterwasser. Ja, wie viele Sachen uns hier noch fehlen, ey. Ja, warte mal, kochen wir schon nach. Reisbällchen und keine Ahnung. Reis und keine Ahnung. Lachs und keine Ahnung. Weiß nicht. Werde ich vielleicht auf Screen machen. Ich sage, hat mir nur so viel fehlt hier. Ich kaufe da immer alles fleißig ein. Ja, ne, ich könnte mal durch die ganzen Shops hier nochmal durchrennen. Weil hier und da sind, glaube ich, noch ein paar Karten oder so immer aufgetaucht. Ja, da zum Beispiel. Aber gehen wir später hin. Ich will jetzt erstmal sagen, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Irgendwo muss das doch hier sein. War der Main Arc? Ich weiß es nicht. So, die Rollenspielfigürchen kann ich mal zeigen. Für Sophie und Hubert. Also jeder kann sich in Sophie und Hubert schon verwandeln. Ach, hat doch nicht, okay. Weiß nicht. Pascal. Richard, Replikantin. Hallo. Willkommen. Hallo, okay. Hier ist nix. Was im Archivraum? Ich muss halt unbedingt bis zum nächsten Part irgendwie herausfinden, wo das ist. Das ist nämlich sehr wichtig, finde ich. In die Lounge. Ist noch jemand? Gut ist, in dem Spiel ist nicht so viel verpassbar wie in anderen Tales of Spielen. Sonst ist immer irgendwie zeitbegrenzt, irgendwie was noch verfügbar, aber in dem Spiel ist das hier nicht so. Und wenn irgendwas verpassbar ist, dann. Keine Ahnung, dann sind da zum Beispiel irgendwie so Sachen, die sich nicht so wirklich auf Gegenstände oder so ja, auswirken. Man kann also keine Gegenstände verpassen, das weiß ich. Verstörung. So, irgendeiner muss doch ja Ding haben. Ja. Sei du alte Gurke, ne? Okay, sie hat natürlich sofort verstanden, was er gesagt hat. Wahrscheinlich tut sein Blick mehr sagen als 1000 Worte. Aber naja. So, du musst es sein. Verdammter Dreck. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ich weiß, dass das irgendwie so war. Jetzt habe ich aber mit ihnen gesprochen. War irgendwo anders? In der marsianischen Enklave vielleicht? Ich meine, das war hier. So, einer von euch, aber. Weit Osten ist die Militär was? Oder ist das irgendwie so eine Dings? Ne. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann mal nachschlagen oder so. Aber ich habe jetzt hier mit ihnen geredet.
So, dann gehen wir mal nach Grailside, tun uns da eine Karte meine ich. Weil wir wollen alle Karten haben. Wahrscheinlich habe ich sowieso voll viel verpasst. Luke's Katar, ich bin der Botschafter. I'm the Ambassador. Da kann ich irgendwas Teures verkaufen, oder? Um mir das Ding zu. Ja. Mach ich offscreen. So. Noch irgendjemand hier? Magische Katar Nummer 44. Sehr schön. Haben wir noch, war doch ganz eindeutig geil, den kenne ich doch. Ja. Schwarze Power Ranger hier. Geistkatar, mein Schwert durchbohrt jeden. Okay, wenn ihr nicht wisst, was ich mit schwarzer Power Ranger gemeint habe, das ist der Synchronsprecher im Englischen und das ist der schwarze Power Ranger. Von früher. Der Johnny, der Young Bosch. Der noch ganz vielen Tales of Time irgendwie Synchronsprecher ist. So, haben wir hier noch was? Nö. Einfach ein Schnellgang durch alles durchgehen. Zahnradpuzzle, okay. Okay, dann gehen wir mal nach. Oh, warte, jetzt nochmal wieder eine Knell. Ne, Kriegers. Mein Gott, Knöpfe. Tut, was ich sage. Ja, dann tun wir hier und da wieder was. Allgemeine Angaben. Okay. Being here reminds me of all that rigorous training as a knight. Don't rush yourself, Asbel. Stay calm. Remember what I taught you at the Knight Academy. Yes, sir. First lesson, never be ashamed to lose. Second lesson, know your strategy before the fight and visualize yourself winning. Third lesson, don't overestimate your strength, but fear not your opponents. All right, let's do this. Are those sorts of vague platitudes popular in Windor? Your sarcasm is understandable, but those proved more valuable with Asbel than the kitchen sink approach. What does that mean? Asbel, lift your elbows! Bend your knees! Tuck your lower body! You're leading too much! When I give him specific advice, he gets confused and trips all over himself. Interesting. I should have expected no less from my brother. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, naja. Gut, hier und da scheint es noch ein paar Skits zu geben. Okay. So, dann. Gehen wir das mal ab. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann mit was auch immer wir im nächsten Part machen, wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.